Servus! Gude, heute vergleichen wir Kohlegrill mit Aktivbelüftung. Günstig gegen teuer. In 3, 2, 1, los geht's! Vor ungefähr 2 Jahren haben wir euch bereits den Kohlegrill mit Aktivbelüftung vom Lidl vorgestellt. Das Video, wenn ihr schauen wollt, findet ihr hier oben verlinkt. Guckt einfach mal rein. Und da hast du uns gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen der günstigen Variante und der teuren Variante? Und genau darum geht es heute, das werden wir austesten. Wo ist der Unterschied zwischen günstig und teuer? Also starten wir mal mit dem Korpus. Hier merken wir ganz deutlich, dass das Material wesentlich massiver ist. Ist und leichter. Der Grill ist leichter, genau. Beide haben natürlich hier vorne den Knopf zum Einschalten für die Belüftung und ein Batteriefach zur Stromversorgung. Der Unterschied an dem teuren Grill ist, man hat noch einen Anschluss, den man nutzen kann, um direkt am Strom den Grill anzuschließen. Vom Aufbau sind beide Grill identisch. Beide haben eine Wanne, die eingesetzt wird, die dann reflektiert und die Hitze nach oben komplett verteilt. Dann haben beide einen Kamin, den Unterteil, wo dann die Brennpaste draufkommt. Der wird einfach unten reingesetzt. Und der Kamin selbst, in dem die Kohle eingefüllt wird, ist überall mit Löchern versehen, dass eben die Luft durchziehen kann. Bei der teureren Variante ist sogar der Deckel mit Löchern und bei der etwas günstigeren, da sind keine Löcher drin. Und zum Schluss kommt natürlich noch der Grillrost obendrauf. Der ist auch bei beiden Modellen mit einem Rand versehen, also sozusagen, dass auch kein Waschstrohner fallen kann. Wobei der Unterschied da ist, der ist auch wieder etwas massiver, habe ich eben schon gemerkt. Einer ist ein bisschen schwerer, der hat ein bisschen mehr Material. Und als Zubehör habe ich mir hier noch eine gusseiserne Grillplatte mitgekauft. Die kann man dann aufsetzen auf den Grill und sozusagen wie ein Raclette benutzen. Haben wir zum Beispiel gemacht in der Wohnung an Silvester, haben da drauf gegrillt und es hat sensationell gut funktioniert. Ohne Qualm, ohne Rauch, ohne irgendwas. So, und damit wir den Test starten können, fangen wir jetzt mal an, den Kamin mit Kohle zu befüllen. Und damit wir auch hier wirklich identische Voraussetzungen haben, nehmen wir natürlich die gleiche Kohle, die gleiche Brennpaste und schauen dann, wie das Ganze funktioniert. Los geht's! Alles, was wir hier benutzen, verlinken wir euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reinschauen. So, wir haben jetzt die Kohle drin, die Belüftung ist auf Vollgas. Jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis die Kohle wirklich gut ist. Okay, jetzt ist die Kohle richtig heiß. Die Zeit von beiden Grill hat etwa gleich gedauert, aber man merkt schon den Unterschied, dass der Lotus, der teure Grill, wirklich viel mehr Power hat wie der andere. Er ist ein bisschen schwächer von der Temperatur und ob sich das jetzt mit dem Grill gut ausmacht, das sehen wir jetzt, weil hier haben wir jetzt vom Buddy Roy lecker Grillgut mitbekommen. Und zwar einmal ein schönes Stück Rind, einmal ein Huhn und eine Schneckenwurst. Was kommt denn bei euch auf den Grill? Vielleicht eine Banane, Kuchen oder irgendwas anderes? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ach ja, ihr habt ja schon den Kanal abonniert und Daumen hoch gegeben. Selbstverständlich. Oder, ja klar. Ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie sieht es eigentlich mit Facebook und Instagram aus? Das ist eine gute Frage. Wenn du mit dabei sein willst, was die Buddies so treiben, dann schau doch einfach mal auf Instagram oder auf Facebook vorbei. Und nacheinander, damit wir den... Nur wird das Gelaber dann halt rausgenommen, dann machen wir eine Musik rein. Was wir hier jetzt wunderbar sehen, bei beiden Grill, die Aktivbelüftung tut, was sie soll. Wir haben keine Rauchentwicklung. Hier ist jetzt ein kleiner Unterschied erkennbar. Du hast mehr Power bei deinem Grill. Ja. Dein Hähnchen ist schon fertig, meins braucht noch eine Minute. Ich tippe, das Rindfleisch ist auch jede Minute bei dir soweit. Wobei es bei mir noch sehr plass ist. Plass, ja. Ist einfach noch plass. Ja. Er hat einen kleinen Ticken mehr Power. Und hier ist halt das Fleisch ein bisschen dicker. Deswegen zieht es hier nicht ganz so durch. Gut, zur Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. So, jetzt sind wir mit dem Grillen fertig und dann müssen wir auch mal probieren, wie das Fleisch ist. Also, los geht's.
Geflügel ist hier ja tatsächlich gut durch. Einwandfrei. Haben wir hier schönes Rindfleisch, ein schönes Steak. Und ich sage, komm mal her, lieber Roy. Und jetzt mal bei dir, wie schaut's da aus? Ja gut, dann muss ich jetzt auch natürlich, wenn ihr alle am Futtern seid, wie ich auch, bin ich gleich beim Hähnchen. Natürlich easy, schnell durch so ein Hähnchen, ne? Da sieht man, die sind ein bisschen schwarz geworden. Ja, das liegt wahrscheinlich aber nicht am Grill, sondern an dem Bediener wahrscheinlich. Ein bisschen später rumgedreht. Durch ist sie. Aber durch ist sie. Perfekt. Aber du merkst auch, je nachdem, wo die Wurst aufgelegen hat, ist sie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gegrillt. Ja. Was mir jetzt auf jeden Fall auffällt, dadurch, dass du mehr Power hast, hat dein Stück Rindfleisch hat außen ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Röstaroma, wo meins ein bisschen heller, ein bisschen blasser ist. Ja. Aber ich denke, vom Grillgrad oder Grillergebnis sind wir da aufs Ähnliche treffen. Oh, guck mal, ich bin sogar einen Ticken weiter, weil es dünner ist. Ja. Voll. Guten Appetit. Und man sieht auch ganz deutlich am Brot, das wir auf den Grill gelegt haben, dass hier natürlich meins ein bisschen dunkler geworden ist. Da merkt man einfach, dass da ein wenig Power mehr drauf ist. Also mein persönliches Fazit, ich bin mit dem Modell super zufrieden. Beide Modelle sind gleich aufgebaut, werden gleich bedient, da hast du gar keinen Unterschied. Tatsächlich am Ende ist es so, dass der Grill einfach mehr Power hat und da merkt man halt einfach, hier kannst du richtig mit Rostaromen grillen und bei dem anderen Grill brauchst du einfach noch ein bisschen länger und ein bisschen mehr Geduld, bis das Fleisch wirklich knusprig wird. Ist oder? Quasi so die kleine Schwester vom Lotus Grill. Ganz genau. Je nachdem, was man halt ausgeben möchte, für was man es benutzen möchte. Ich persönlich bin super zufrieden, auch mit meinem günstigen Gerät. Und ich würde mir den auch so wieder kaufen. Genau. Was wir nicht erwähnt haben, beide haben noch eine eigene Tasche, mit der man den Grill transportieren kann. Also falls ihr mal zum Picknick oder irgendwo an den Badesee wollt, könnt ihr zu Hause alles vorbereiten, mit der Kohle alles mitnehmen, aus der Tasche raus, anmachen, grillen, fertig, alles wieder rein, mit nach Hause und dann einfach zu Hause sauber machen. So, und wir wollen jetzt noch weiter das schöne Fleisch genießen. Deshalb würde ich sagen, einfach mal abschalten und campen gehen. Servus! Grüezi und hallo. Ach so, jetzt fängst du ja an, weil ich ja dann reden muss. Ja. Servus. Gute, heute vergleichen wir der Hürdener Grill. So. Na dann. Los geht's. Hey, heppa. Sollen wir warten? Warum ist denn jetzt hier so ein Flughafen? Das ist ja schlimm. Das hört man nicht. Die nicht, aber den da. So, einen davon musst du jetzt nehmen. Zum Glück schwätzt jetzt der Dominik und ich gebe nur meinen Senf dazu. Ist das so stark? Ei, was dann? Ich nicht. Okay. Dann komm doch her, wenn du auf den Grill willst. Ich sag immer Aktivkohle drin. Freund. Das geht doch nicht, weil der da Dodan aus will. Der da? Der will doch Dodan aus. Und da habt ihr uns ja auch wirklich gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen den günstigen Kohlen. Und schauen dann, wie das Ganze funktioniert. Los geht's. Oh, Alter, hat der lange gekitzelt. Und die hauen wir jetzt mal auf den Grill. Was probieren? Hier gibt es jede Menge zu probieren.